Hallo zum Update. Greta Thunberg, Corona-Wahrheit ganz anders. Dr. Wolfgang Wodak, Ex-SPD bei KenFM. Ex-SPD muss man ja mittlerweile sagen, weil er ja bei die Basis ist und Fridays for Future. Was wurde daraus? Ich fange mal mit der Corona-Wahrheit ganz anders an. Da ist es folgendermaßen. Die Anekdote vom alten China, Gemeinwohlwirtschaft sozusagen, ist ja der Kern von Weltrat und Next Scientists for Future. Und die Anekdote geht ja so, angeblich soll der Arzt im alten China, die ist weltberühmt, diese Anekdote, der Arzt im alten China soll angeblich so lange von allen beschenkt worden sein im Dorfe, wie alle kerngesund und glücklich waren, da jeder jeden kannte, wenn dann irgendjemand krank oder unglücklich wurde, erfuhren das alles, alle reduzierten gleichzeitig ihre Geschenke und dadurch war der Arzt motiviert und hatte den richtigen Anreiz, präventivmedizinisch Krankheit zu verhindern, für Gesundheit zu sorgen, diese weltberühmte Anekdote, die auch sehr viele kennen, aus unzähligen Büchern und so weiter. Das ist eigentlich das Musterbild einer guten Gemeinwohlwirtschaft, ja? Und was unterstellt diese Gemeinwohlkonzeption, die Anekdote vom alten China, Gemeinwohlwirtschaft oder Gemeinwohlgesellschaftsvorstellung? Was unterstellt die? Das nämlich, die Gefahr besteht, wenn der Arzt anders bezahlt wird, dass die Gefahr besteht, dass er vorteilbringende Irrtümer bzw. parasitäre Meme bzw. Killerviren des Geistes entwickeln kann, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion also auch Irrtumsideen entwickeln kann, die Menschen eher krank machen und dann aber eher mehr Geld bringen. Das heißt also, diese Anekdote hat im Hintergrund das richtige Menschenbild. Schauen wir uns das richtige Menschenbild an. Übrigens hier unten. Bitte das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, weil ich ja so langsam rede. Schneller hören macht Spaß. Also dann gucken wir uns doch mal an. Also diese Anekdote vom alten China, ja, Gemeinwohlwirtschaft, darum geht's ja hier. Das neue Bild, die kompetente PDG. Warum ist hier die Kompetente dabei? Damit wir uns daran erinnern, dass wir nie den Fehler machen dürfen, wie die Basis, die Kompetenz draußen zu lassen. Eine Partei, die nicht mit den kompetentesten Denkern der Welt spricht, ist nutzlos. Die ist genauso schlecht wie die alten Parteien. Und das ist ja der Punkt. Die große Entdeckung, die quasi hinter dieser Anekdote vom alten China steckt, ist ja quasi, dass der Mensch leider die Eigenschaft hat, dass er sich auch irren kann, errare humanum est, und dass er nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung, Ferntauschhandel, dass nach dieser Erfindung die große Gefahr sich eröffnet hat und nicht nur Gefahr, sondern der große Schaden eingetreten ist, dass wenn sich jemand irrt und nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es auch im Gehirn immer wieder zu Mutationen und damit immer wieder zu Irrtümern, denn die Wahrheit ist nur eine und Irrtümer sind viele Möglichkeiten und die Dinge mutieren halt im Universum und deswegen gibt's Irrtümer. Und wenn ein Arzt sich so irrt, dass er die Menschen eher krank macht, dann kann er daran mehr verdienen, weil das ja keiner merkt. Also er selbst merkt es nicht.
vorteilbringende Irrtümer sind nicht bewusst. Er selbst merkt nicht, dass er die Menschen eher krank macht als gesund. Und die Kunden merken es nicht. Woran sollten sie es merken? Er ist freundlich, er ist bemüht, er ist nett, und kein Kunde kann feststellen, ob er, wenn er jetzt gerade bei einem anderen Arzt wäre, ob er da nicht viel besser behandelt würde und ob es ihm nicht hinterher viel besser geht. Ein Patient kann sich nicht gleichzeitig drei verschiedenen Behandlungen unterziehen und dann statistisch entscheiden, welche davon die beste ist. Also deswegen hat das ja auch zu dem Ergebnis geführt, dass die Menschen im Großen und Ganzen immer den schlechtesten Arzt für den besten halten und damit den schlechtesten Arzt ihren Freunden und ihrer Verwandtschaft empfehlen, weil sie sozusagen der Arzt, der die Menschen krank macht, verdient am meisten, ist am entspanntesten, hat allen Grund, freundlich zu sein, ist freundlich, höflich, hat eine toll eingerichtete Praxis, in der nichts fehlt und so weiter, ist technisch auf dem neuesten Stand und dadurch hat er den besten Ruf bei den Patienten, also der schädlichste Arzt, das hat damals der Spiegelartikel, ich weiß nicht, ob es nicht sogar eine Titelseite im Spiegel war, Murks im Mund, googeln Sie mal nach Murks im Mund, Spiegel, dann können Sie nachlesen, das Studienergebnis des Zahnarztes damals, dass eben immer der Arzt, der die größten Schäden anrichtet, das beste Image bei den Patienten hat. Ja, und da das diese Anekdote ahnt, handelt sie davon, positive Anreize zu setzen, sodass der Arzt gemessen wird an seiner Gesundheitsförderungswirkung und seiner Krankheitsverhinderungswirkung. Schluckwasser. Bitte schneller drehen. Ja, und das bedeutet eben dann letztendlich, dass auch die Corona-Wahrheit ganz anders ist. Wenn man einmal erkannt hat, dass der jetzige Bezahlungsschlüssel die Ärzte dazu zwingt, über vorteilbringende Irrtümer, die ihnen nicht bewusst sind, die Weltbevölkerung krank zu machen, um mehr zu verkaufen, dann können Sie selbst jetzt einen völlig anderen Blick auf Corona bekommen. Das also, dann ist aber die Frage, warum glaubt die ganze Menschheit, dass die Medizin eine selbstlose, karitative Geschichte sei, bei der es um völlig selbstlose, finanzinteressenslose Hilfe gegenüber und Rettung der Menschheit geht? Naja, das liegt daran, dass wir eben die Situation haben, dass eben hier die Medizin-, Pharma-, Impf-, Maskentest-Konzerne das riesige Imperium des Pharma-Medi-industriellen, großindustriellen Komplexes im Prinzip alle beschenkt und alle bezahlt. Über milliardenschwere Werbespots, die Medienwelten, die Journalistenwelten und die Politikwelten. Und dadurch kommt es dann zu einer weltweiten Wahnvorstellung, die quasi resultiert aus den vorteilbringenden Irrtümern dieser Sparten. Diese Sparten sehen sich selbst als Engel an und sind sich ihrer Irrtümer nicht bewusst, sondern halten die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie die Weltbevölkerung krank machen, für Wahrheit. Es gibt also keinen Anlass, in Verschwörungstheorien abzurutschen, weil einfach sozusagen die Pharma-Medi-Großindustrie weltweit ihre Irrtümer glaubt. Es mag einzelne Ausnahmen geben,
Die gibt's immer mal, dass jemand das auch kriminell bewusst die Leute krank macht, um des Geldes willen. Aber das ist gar nicht nötig, weil die vorteilbringenden Irrtümer evoluieren sich so schnell. Also ich erinnere mich immer an den Kaiserschnitt, wo innerhalb weniger Wochen, Monate und Jahre, als der Kaiserschnitt plötzlich mehr Geld brachte, war plötzlich innerhalb kürzester Zeit waren wirklich alle Ärzte überzeugt, dass der Kaiserschnitt total gut und gesund wäre für die Menschen, ja. Und also genau so hat sich innerhalb kürzester Zeit hat sich ein vorteilbringender Irrtum herausgebildet und ausgebreitet, der genau es, ohne dass man sich irgendeiner Schuld bewusst sein würde, den Menschen eine schädliche Maßnahme massenhaft zu verkaufen. Denn wir wissen ja heute längst, dass Kaiserschnitt für alle Beteiligten ein ungesunder Schritt ist, sozusagen, außer für den Geldbeutel derjenigen, die den Kaiserschnitt anbieten und durchführen. Ne? Ja, und das ist eben alles die Dynamik, letztendlich ist das der Grund. Und jetzt, wenn Sie das und die Anekdote vom alten China Gemeinwohlwirtschaft richtig verstehen sollten, dann müssten Sie jetzt sehen, dass die Corona-Wahrheit ganz, ganz anders ist. Dass aber niemand da ein Verbrechen begeht und niemand sie umbringen will und so weiter. Vergessen Sie alle diese Verschwörungstheorien, in die leider auch die Basis ein wenig abgerutscht ist. Schluck Wasser. Dr. Wolfgang Wodak, ja, und KenFM. KenFM sind ja in diesen Verschwörungsdenkfehler abgerutscht. KenFM hat ja Bill Gates quasi in verleumderischer Weise verbrecherische Absichten unterstellt. Ich habe ja eben gerade erklärt, dass es um die Menschheit krank zu machen und die Menschheit kaputt zu machen, bedarf es eben keiner verbrecherischen Absichten, sondern eben nur eines vorteilbringenden Irrtums. Ja, und genauso ist auch Dr. Wolfgang Wodak jetzt eben auch natürlich auch wahrscheinlich durch den ständigen Kontakt mit Dr. Rainer Füllmich, Viviane Fischer und den anderen Anwälten vom Corona-Ausschuss natürlich im Denken immer mehr auf die Idee gekommen, dass sozusagen es sich da um kriminelle Verschwörer handeln könnte. Denn was macht jetzt? Schauen wir uns mal an, was ja Dr. Füllmich und Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss nun mal tatsächlich tun. Sie leben davon, die Anwälte, und das hat ja der weltberühmte, der beste Denker und der Autor des weltweit wichtigsten Buches, Professor Richard Dawkins, damals am Beispiel der Rechtsanwälte erkannt. Er hat erkannt, dass unser Gesellschaftssystem nicht funktioniert, dass unser Wirtschaftssystem nicht funktioniert, dass die Anwälte am meisten Profit machen können, wenn sie die Menschen in unnötige gerichtliche Streitigkeiten und Querelen verwickeln und sie dahin hineintreiben durch vorteilbringende Irrtümer. Also auch Dawkins hat nicht unterstellt, dass es sich hier um bewusste verbrecherische Pläne handelt, sondern die Anwälte wie Dr. Füllmich und Viviane Fischer sind sicherlich so sozialisiert in ihrer juristischen Ausbildung, dass sie gar nicht merken, dass es sich um einen vorteilbringenden Irrtum handelt, wenn man die Illusion hat, man könnte das Problem Corona durch Prozesse gegen vermeintliche Verbrecher aus der Welt schaffen. In Wirklichkeit ist es ein grundsätzliches Fehlanreizeproblem, deswegen ja auch mein Auftritt bei Termin 12 ab 1 Stunde 47 circa. Fehlanreize im System, ja. Und ja, deswegen, und jetzt ist es halt so, dass Anwälte eben letztendlich nur verdienen können, wenn sie überall Verbrecher wittern und dann versuchen, in einem Prozess
einem vermeintlichen Verbrecher seine Schuld nachzuweisen. Wenn aber Drosten, Wieler und Lauterbach einfach nur Träger von vorteilbringenden Irrtümern sind, dann kann man ihnen diese Schuld nicht nachweisen und all das Prozessieren ist reine Geldverschwendung und Zeitverschwendung. Und sicherlich wurde aber eben von diesem Irrtum, von diesem vorteilbringenden Irrtum, so dem zentralen berufsständischen vorteilbringenden Irrtum der Rechtsanwälte, wurde ganz sicherlich auch Dr. Wolfgang Wudak mittlerweile immer mehr infiziert. Und KenFM war ja sowieso schon in diesem verschwörungstheoretischen, tendenziell verschwörungstheoretischen Irrtum der Unterstellung anderer Menschen, dass man anderen Menschen kriminelle Absichten unterstelle, ohne dafür auch nur den geringsten wirklichen Beweis zu haben. Ja, das ist ja der zentrale verschwörungstheoretische Irrtum, in dem sich ja auch leider die gesamte Partei, die Basis, ein bisschen befindet. Ne? Ja, und was ist geworden aus Greta Thunberg und Fridays for Future? Ja, also letztendlich, wir hatten ja ihnen angeboten den Deal, eure Prominenz, die Prominenz ist ja natürlich mittlerweile viel geringer geworden. Ich weiß nicht, ob wenn Greta Thunberg, Carla Remsma, Luisa Neubauer und Fridays for Future zu einer Weltpressekonferenz einladen würden, ob da noch jemand kommen würde. Ich würde schon hoffen noch, ja. Denn unser Angebot, das ist ja, das kann man ja noch wieder aufleben lassen. Das ruht ja im Moment nur, das ist noch nicht ganz gestrichen. Unser Angebot besteht ja daraus, ja, wo ist es? Augenblick, ja, letztendlich ist ja unser Angebot folgendermaßen. Wo ist es? Das können wir ja mal ein bisschen größer machen hier. So. There is no planet B. Ja, unser Angebot ist ja letztendlich gewesen, ihr gebt uns eure Prominenz und ihr bekommt dafür weltweiten Klimaschutz, also Reduktion des CO2-Ausstoßes weltweit von uns, von den Next Scientists for Future, vom Weltrat, ja. Und wie macht man so etwas? Erstmal muss man viel Geld produzieren. Das Konzept der Next Scientists for Future ist ja durch Gemeinwohlwirtschaft sorgen wir dafür, dass zum Beispiel Ärzte nicht mehr belohnt werden für Krankmachen, sondern zum Beispiel über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und so weiter. Also wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner jeder Arztpraxis, jedes Krankenhauses und so, und lenken dadurch das Gesundheitswesen in Deutschland von krankmachend und damit riesige Kosten verursachen, zum Beispiel auch Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht der Unternehmen und so weiter. Also riesige Schäden und Kosten und sparen all diese Kosten ein. Das machen wir in allen gesellschaftlichen Bereichen und Sparten. Das heißt, das machen wir in nicht nur in den, bei den Sozialsparten, den NGOs, den Weltsozialsparten, den Gesundheitssparten, den Ernährungssparten. Wir machen da den Behördensparten, bei allen Bürokratiesparten. Wir machen das bei allen Sparten der Gesellschaft, machen wir das Gleiche. Wir sparen Milliardenbeträge jedes Jahr ein, indem wir ähnlich wie beim Gesundheitssystem von Schädigung der Bevölkerung und Erzeugung riesiger finanzieller Schäden und Kosten drehen wir es um in jeder Sparte der Gesellschaft auf Nutzen für die Gesellschaft, Gemeinwohl, und
damit sparen wir jedes Jahr etwa 500 Milliarden ein. Das bedeutet für jeden arbeitenden Menschen circa 700 Euro monatlich netto steuerfrei mehr Geld. Jetzt war der Deal, den wir ja angeboten hatten, dass wir einen großen Teil dieser 700 Euro monatlich den Leuten nicht direkt ausbezahlen, sondern das in die CO2-Reduktion Deutschlands stecken. Dann bleiben immer noch, sagen wir mal, 100, 200 Euro im Monat für die Menschen und für die Wirtschaft als Gewinn übrig. Das heißt, wir kriegen immer noch ein Wirtschaftswunder, das immer noch sichtbar ist. Und haben gleichzeitig, kriegen innerhalb kürzester Zeit mit eben, sagen wir mal, was weiß ich, 400 Milliarden jährlich oder 300 Milliarden jährlich, kriegen wir einen gewaltig schnellen, eine gewaltig schnelle Reduktion des CO2-Ausstoßes. Und jetzt hat damals auf unsere diesbezügliche Einladung, da war ja schon eine große Pressekonferenz vorbereitet mit dem Moderator Dr. Franz, dem berühmten Fernseh-Ex-ARD-Mann Dr. Franz Alt als Moderator, eine große Weltpressekonferenz anberaumt. Und wer hat abgesagt? Die Berliner Zentrale von Fridays for Future hat das wahrscheinlich noch nicht mal an Greta Thunberg und Luisa Neubauer weitergeleitet gehabt. Und wir können jetzt nur spekulieren, was die Gründe dafür sind. Wie kann man das einzig sinnvolle Angebot, das Angebot geht dann so weiter, wenn dann Deutschland, wenn alle in der Welt sehen, Deutschland hat auf diesem Weg ein Wirtschaftswunder erreicht, also ist jetzt quasi in wieder Weltspitze wirtschaftlich, Deutschland ist dann relativ zur Bevölkerungszahl absolute Weltspitze durch das neue Wirtschaftswunder, durch die Gemeinwohlwirtschaft, durch die Anekdote vom alten China Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future und so weiter und ist dadurch Weltspitze wirtschaftlich, dann entsteht die Begehrlichkeit in allen anderen Staaten der Welt, dieses Wirtschaftswunder auch zu bekommen. Und dann machen wir Verträge mit Fridays for Future und Greta Thunberg und allen anderen Staaten der Erde. Sie kriegen das auch, aber nur, wenn sie genauso schnell das CO2 reduzieren wie Deutschland. Mit dem zeitlichen, Deutschland hat vielleicht ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr, zwei Jahre zeitlichen Vorsprung und den zeitlichen Vorsprung, das läuft dann so, dass das quasi die anderen Staaten natürlich jetzt auch diese ein bis zwei Jahre Zeit bekommen, aber nicht mehr. Und dann aber genau den gleichen Reduktionskurs gehen müssen wie Deutschland auch. Ja, also wenn der Anlauf ein paar Monate gedauert hat und so weiter, diese gleichen Anlaufzeiten kriegen die anderen Staaten auch, aber dann machen wir online Weltkonferenzen mit den Ministern und Ministerien und Ministerialbeamten der verschiedenen aller Staaten und dann machen wir in Englisch solche Weltkonferenzen, in denen Online-Konferenzen und Telefonkonferenzen, in denen die Next Scientists for Future die Welt unterrichten, wie das geht. Ja? Und das war unser Deal. Man konnte es auch so machen, dass man zum Beispiel die USA und China und Indien zuerst berät. Es kann dann auch sein, dass dann vielleicht diese anderen Staaten, weil der Weltrat ist nur verpflichtet, ein Staat oder ein Großunternehmen völlig selbstlos, völlig kostenlos, ehrenamtlich zu retten und korrigieren, ja. Und die anderen, es kann dann sein, dass man von denen schon eine gewisse Gebühr erwartet, entsprechend und so weiter. Weil, wie gesagt, der ganze Weltrat ist ja angelegt, ein Großunternehmen oder einen Staat der Erde kostenlos zu sanieren.
Eine größere Verpflichtung gibt es nicht für den Weltrat oder die Professoren des Weltrates, ja? Ja, also insofern, aber dann hätten wir quasi alle Staaten der Erde innerhalb weniger Jahre hätten wir überall null CO2 auf der Erde und Fridays for Future wäre am Ziel gewesen. Und jetzt gibt es nur noch die Überlegung, warum hat man das nicht angenommen? Es gibt nur zwei Gründe. Entweder unendlicher Bildungsmangel, dass man also ein ganz einfaches Lösungsmodell nicht in der Lage ist zu verstehen, dass man geistig restlos überfordert ist, dann handelt es sich um eine der inkompetentesten Bewegungen der Welt. Und die andere Erklärung ist, dass es bei diesem ganzen Projekt hier nur um das Rankommen an die Spendengelder der Welt, der Bürger der Welt ging. Und wenn das Klimaproblem innerhalb weniger Jahre ja gelöst wäre oder innerhalb weniger Wochen schon auf Kurs gewesen wäre und man sagen könnte, es läuft, weil Next Scientists for Future das Problem für die Welt lösen und mit der Welt lösen, dann hätte ja niemand mehr bereit gewesen, für Fridays for Future Gelder zu spenden, ne? Und dann wären die ganzen Spendensammler, die vielleicht rund um diese NGO eben auch sind, die wären dann eben, könnten dann keine Gelder mehr sammeln, ja, und könnten sich daran nicht dadurch irgendwie bereichern. Können Sie sich aussuchen, können Sie sich selbst überlegen, woran es gelegen hat, keine Ahnung, woran es liegt, das können Sie sich ja selbst erklären. Ja, und insofern ist es jetzt so, dass eben letztendlich, na, wo bin ich? Ja, Fridays for Future, wo ist es? Ich bin hier im falschen Bild. Ja, hier bin ich richtig. Fridays for Future und Greta Thunberg eigentlich gar nichts erreicht haben. Professor Hans-Werner Sinn sagt ja, nee, die haben eher was Negatives erreicht. Er hat also den dringenden Verdacht ja geäußert, dass Greta Thunberg und Fridays for Future eigentlich nur drei Effekte hatten. Also ich würde mal sagen, drei Effekte. Dass Spenden gesammelt wurden und irgendwelche Leute sich vielleicht an diesen Spendengeldern bereichert haben. Dass Greta Thunberg, Fridays for Future und Scientists for Future einfach nur den weltweiten fossilen Industrien Angst und Panik gemacht haben. Und die aufgrund dessen, weil sie jetzt Angst haben, Greta Thunberg könnte vielleicht bewirken, dass ihr Geschäftsmodell weltweit enden könnte, dass sie ihre ganzen fossilen Energie Stoffe nicht mehr verkaufen könnten, dass sie deswegen umso mehr fördern, umso mehr aus der Erde rausholen und verbrennen und verkaufen und dann, was dann verbrannt wird, alles was draußen ist, wird auch verwendet und verbrannt. Dass also jetzt eigentlich, wenn man jetzt den Corona-Effekt der CO2-Reduktion abziehen könnte, und einen bereinigten, echten CO2-Ausstoß berechnen könnte, dann hat Professor Hans-Werner Sinn befürchtet und angedeutet, dass man dann einen vergrößerten CO2-Ausstoß feststellen würde. Und das ist dann wahrscheinlich die einzige Wirkung, die bis jetzt Greta Thunberg, Fridays for Future und Scientists for Future auf die Welt hatten. Denn alles andere sind ja nur Alibi-Veranstaltungen, ja. Denn also meines Wissens ist da nichts Wirkliches passiert, außer Lippenbekenntnisse von Politikern, die alle behaupten, sie würden ja was für das Klima tun wollen, aber irgendwo genau wissen, dass sie ja nicht die deutsche Wirtschaft kaputt machen dürfen und können, nur um dann, was weiß ich, 0,00001 Grad Celsius bei der Welttemperatur zu reduzieren, während China, Indien und all die anderen Staaten dann einfach noch mehr CO2 rausblasen und eben das CO2, das Deutschland nicht mehr rausbläst, dann selber rausblasen und damit ihre Wirtschaft nach vorne bringen und große Gewinne machen, ne? Ja. Und die Vorstellung, dass die
CO2-freie Industrie Deutschland wirtschaftlich ganz toll voranbringen würde, das überzeugt mich nicht gerade, denn warum machen es die Konzerne denn nicht, wenn sie damit doch Milliarden verdienen würden? Na, weil sie genau wissen, dass sie mit diesem Wandel hin zum CO2-freien Wirtschaften, dass das für sie extrem teuer ist und extreme Verluste für die Wirtschaft bedeuten würde. Sonst würden sie es ja tun. Wenn jeder da erkennen würde, da ist eine Goldgrube, dann würden doch alle Konzerne sich sofort in Deutschland draufstürzen und diese Goldgrube nutzen. Diese Goldgrube gibt es offensichtlich nur in der Fantasie von Greta Thunberg und Fridays for Future und von den Grünen und der SPD und den Linken und so weiter und all diesen Politikern, aber offensichtlich nicht in der Realität, sonst würde sich die Wirtschaft längst auf diese Goldgruben draufstürzen. Ja, das wäre ja dann wie beim Goldrausch, ja, da würden ja alle wie die Verrückten dahin rennen. Aber es ist, scheint eher so zu sein, dass alle wissen, dass sie alle wirtschaftlich Geld verlieren, wenn sie sich umstellen müssten. Ja, und deswegen müssen wir das finanzieren über das Wirtschaftswunder, dass die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, Gemeinwohlgesellschaft, also das wir hier erzielen. Und ja, und wie gesagt, ich habe es ja schon oft gesagt, die Parteien sind alle auf dem falschen Trip. Die sind entweder hier unterwegs, brutalste kapitalistische soziale Marktwirtschaft, oder hier unterwegs, brutalster Pseudokommunismus. Ja, da pseudokommunistische Gedankenwelten, die überall wieder ganz stark sind, ja. Ja, und dann soweit jetzt zu unserem Tagesthema, Greta Thunberg. Also, ich habe erklärt, Corona-Wahrheit ist ganz anders, alles das Update gegeben und jetzt noch ein paar Kurznachrichten für heute, ne? Ja, was ist mit den Kurznachrichten? Ja, nochmal zur Corona-Wahrheit ganz anders. Millionengewinne kann man jetzt scheffeln. Die neueste Situation ist ja so, wenn ich hingehe und ich entwickle einen vorteilbringenden Irrtum, so wie damals beim Kaiserschnitt. Und irgendwie, aufgrund des vorteilbringenden Irrtums, kommt es irgendwie dazu, dass die Intensivkapazitäten der deutschen Krankenhäuser irgendwie verringert werden. Man hat ja sehr viel berichtet über irgendwie merkwürdigen Bettenabbau und so weiter. Das heißt, die Intensivkapazitäten werden verringert aufgrund bestimmter vorteilbringender Irrtümer, und das fällt den Leuten gar nicht so richtig auf, dass sie eigentlich Intensivbetten abbauen, ne? Und wenn ich dann auch noch einen vorteilbringenden Irrtum entsteht in der Medizinindustrie, dass die Diagnosegepflogenheiten sich durch neue vorteilbringende Irrtümer verschieben und dadurch Menschen, die eigentlich gar keinen Krankenhausaufenthalt, Intensivbettenaufenthalt und so weiter bräuchten, dass die trotzdem dahin hineingelegt werden, dann ist das ja eine Lizenz zum Gelddrucken, denn dann verdient die ganze medizinisch-pharmazeutische Industrie wieder Milliardenbeträge, ja? Und dieses Geschäftsmodell hat jetzt gerade die Gesellschaft eröffnet, also die Politik eröffnet, weil sie quasi, ja, sozusagen der Medizinindustrie die Entscheidungsgewalt darüber gegeben hat, sich selbst die Menge des Geldes, die sie verdient, durch zwei große Gruppen von vorteilbringenden Irrtümern sich selbst zu erhöhen. Nämlich durch vorteilbringende Irrtümer, die Intensiv- und Bettenkapazitäten der Krankenhäuser verringern, und durch vorteilbringende Irrtümer, die Diagnosegepflogenheiten und die Einweisungsgepflogenheiten der Ärzteschaft verändern. Und jetzt ist es zu vermuten, dass innerhalb kürzester Zeit alle Betten unserer Krankenhäuser mit leichten Fällen voll sind.
unnötig vollgemacht werden und sich niemand aber dessen bewusst ist und die Milliarden an die Medizinindustrie fließen. So ist dürfte die Corona-Wahrheit sein. Schluckwasser. Dann, anderes Thema, Gleichberechtigung Männer und Frauen. Na, ich nehme jetzt mal hier unsere Bilderchen, ja, unser neues Bild, weil jetzt die Abkürzung drin ist, PDG, Partei des Gemeinwohls, PDG, CDU, PDG, SPD, PDG, na, ja, das ist der neue Name. Bitte mitmachen, melden. Ja, Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Immer wieder der Irrtum der Parteien, dass man die Wirtschaft zwingen will, Frauen und Männer gleich zu bezahlen. Das ist aber Quatsch. Weil man dann nur erzeugt, dass die Wirtschaft dazu neigen wird, Frauen rauszuekeln aus den Unternehmen. Das ist der einzige Effekt davon. Denn das Risiko, dass Frauen schwanger werden und deswegen für ein Unternehmen sehr teuer werden könnten, das muss ja ausgeglichen werden. Also gibt es nur einen Weg. Nehmen wir mal an, Frauen würden in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft 15% weniger bezahlt werden als Risikoausgleich für die Kinderkriegegefahr sozusagen für die Wirtschaft. Dann müssen eben die Steuern und Abgaben der Frauen, die in dem entsprechenden Alter sind, wo das eine Rolle spielt, müssen die Steuern und Abgaben für diese Frauen um so und so viel erniedrigt werden, dass es eine faktische Gleichbezahlung ist. Also der Staat muss das Risiko des Kinderkriegens finanzieren und nicht die Unternehmen, denn die würden sonst ja nur die Frauen rausekeln. Und wer von den Politikern, die das immer vollmundig verkünden, ja, wer will denn, dass alle Frauen aus der Wirtschaft, von der Wirtschaft rausgeekelt werden, weil sie ein Kostenfaktor werden? Na, das will doch eigentlich niemand, aber so ist das mit den vorteilbringenden Irrtümern. Man ist sich gar nicht bewusst, was man da eigentlich sagt und was das für Folgen hat. Ja, ja, und tragischerweise, also ich knüpfe nochmal an das letzte Thema an der letzten Sendung. Tragischerweise kennt die Evolution leider also auch Montagsproduktion und Ausschuss, und mit diesem Tragischen der Evolution müssen wir leben. Dass sehr vieles in der Evolution zum Aussterben hinkommt und dass wir leider in der Evolution nicht dafür sorgen können, dass alles immer überlebt. Das Wesen der Evolution ist das Aussterben des weniger Leistungsfähigen und das Übrigbleiben und weiter Existierenden des höher Leistungsfähigen. Und wenn man dann jetzt das höher Leistungsfähige als auch eine Normalverteilung zeichnet, da habe ich beim letzten Mal den Fehler gemacht, das spreizt sich nicht auf diese Normalverteilung auf, sondern auf diese Normalverteilung. Also Sie müssen immer denken, dadurch, dass der eine Teil ausstirbt und die Leistungsfähigen übrig bleiben und nicht aussterben, sondern Nachwuchs haben, Kinder haben und die keine Kinder haben in der Natur, dann ist natürlich die Normalverteilung von der Leistungsfähigkeit verschoben. Also man müsste sie hier zeichnen. Das ist dann die neue, und das sozusagen die Normalverteilung wandert also im Sinne einer Wanderdüne durch den Evolutionsprozess in Richtung immer größere Leistungsfähigkeit. Und was wir gerade in Deutschland machen, ist, dass wir die Wanderdüne in immer Richtung immer geringerer Leistungsfähigkeit laufen lassen. Wir zerstören also gerade Deutschland, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands. Und was wir brauchen, ist, dass wir die Wanderdüne in Richtung höhere Leistungsfähigkeit wandern lassen, weswegen wir allerdings auch das Naturgesetz akzeptieren müssen, dass hier Aussterben stattfinden muss, also hier kein Nachwuchs stattfindet, die Menschen glücklich und gesund und lange leben dürfen, aber wir dürfen nicht noch künstlich hier Nachwuchs provozieren und produzieren und fördern sozusagen und hier noch riesig unterstützen, dass hier
Nachwuchs kommt, sondern wir müssen dafür sorgen, dass hier der Nachwuchs kommt, wie das überall in der Evolution geschieht. Das ist quasi ein Naturgesetz. Eine Art geht kaputt, eine biologische Gruppe geht kaputt, wenn sie hier ihre Kinder bekommt, statt hier ihre Kinder zu bekommen. Na, das ist ein Naturgesetz. Na, und wir können natürlich gegen Naturgesetze verstoßen, dann müssen wir aber auch bereit sein, unseren Untergang zu akzeptieren und unsere Verelendung und unsere Verarmung zu akzeptieren. Ne? Ja, das war das. Und dann habe ich zum Schluss noch was Lustiges, nämlich ich habe hier die Bibelsprüche und ich werde jetzt mal diese Bibelsprüche so verlesen, wie sie richtig sind. Da wird also quasi gesagt, dass unser aller Leben ja zu retten ist, indem wir uns der Religion widmen unser Leben übergeben. Jetzt lese ich aber mal diese Sprüche. Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, Gemeinwohlgesellschaft, also nochmal hier dieser Bereich, ja, das neue große Weltwirtschaftsmodell, ja. Das ganz große Neue, was bis jetzt von keiner Partei, die ÖDP spricht zwar von Gemeinwohlökonomie, alle sprechen sie mit und von Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, aber eigentlich nur deswegen sprechen sie davon und mit, weil es so schön ihrem pseudokommunistischen alten Denken so relativ nahe ist, ja. Aber letztendlich, ernst macht es keine Partei bis jetzt, keine der 47 Parteien, die gerade zur Wahl stehen, meint es ernst damit, deswegen braucht es ja die Partei des Gemeinwohls, damit wir endlich ernst machen und deswegen jetzt lesen wir doch die Bibel neu. Die Gemeinwohlwirtschaft ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum guten und besseren und glücklichen Leben als nur durch die Gemeinwohlwirtschaft. Die Gemeinwohlwirtschaft ist das Licht der Welt. Wer ihr nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Kommt her zur Gemeinwohlwirtschaft, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben als Gemeinwohlwirtschaft. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Gemeinwohlwirtschaft sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, ich empfinde mein Leben in diesem bösartigen Kapitalismus als Todsein, ne? Und ich möchte ins Leben kommen. Die Gemeinwohlwirtschaft ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Wer zur Gemeinwohlwirtschaft kommt, den wird sie nicht hinausstoßen. Folge du, die Gemeinwohlwirtschaft ruft in die Welt hinein, folge du mir nach, folge du mir nach. Die Gemeinwohlwirtschaft sagt zu ihnen, wir gehen hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ja, das war's für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute mit allen Kurznachrichten. Tschüssi, bis bald. Das war's mit der heutigen Vorlesung unserer Mini-Universität, der Next Scientist for Future vom Weltrat, die wissenschaftliche Tagesschau heute mit den Tagesthemen und den Kurznachrichten. Tschüssi, bis bald.